Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Es geht bei mir heute wieder um die Look Fantastic Box. Wir sind ja schon im März angelangt und die Look Fantastic Box ist auch bei mir angelangt. Sie kommt diesmal in einem knalligen Blau-Violett-Ton. Gefällt mir auch sehr, sehr gut von der Verpackung her. Und ich würde jetzt gar nicht lange rumreden, sondern ich möchte gleich mit euch gemeinsam in die Box hineinschauen. Beginnen möchte ich gleich mit dem Produkt, das ja auch schon vom Sneak Peek bekannt war. Und zwar gibt es ein Produkt von The Ordinary in der Look Fantastic Box. Finde ich ganz, ganz toll, denn man kann die Marke jetzt auch bei Douglas in Österreich kaufen. Ich wollte sie ohnehin schon mal ausprobieren. Jetzt habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich schon mal ein Produkt zu Hause habe und es handelt sich dabei um ein Feuchtigkeitsprodukt. Das finde ich ganz, ganz toll. Möchte ich auf jeden Fall auch nutzen. Allerdings muss es noch ein kleines bisschen warten, denn ich habe von meiner Pflegeserie, nämlich von Biotherm, zwei Feuchtigkeitsserien im Gebrauch und die möchte ich zuerst aufbrauchen, bevor ich mich an das Feuchtigkeitsserum von The Ordinary mache. Was ich hier natürlich ganz, ganz großartig finde, ist, dass diese Produkte in solchen Pipettenformen kommen. Das heißt, man kann das wirklich sehr, sehr gut auch verwenden. Es ist in einem Milchglas. Da heißt es ja immer Vorsicht geboten, denn ich bin ja eher ungeschicklich und dann kann mir das schon mal passieren, dass mir das runterfällt. Aber ich hoffe und gehe mal davon aus, dass ich es nicht kaputt mache. Ansonsten ist es so, dass hier 2% Hyaluronsäure enthalten sind. Das ist relativ hoch und für das wurde ja auch die Marke The Ordinary sehr bekannt, weil sie eben sehr, sehr hohe Konzentrationen in ihren Produkten haben. Und es hat noch B5 mit dabei. Ich persönlich möchte es auf jeden Fall austesten und denke mir, dass das auch eine ganz gute Gelegenheit ist, die Marke besser kennenzulernen und dann eventuell auch zu entscheiden, ob ich mir mal etwas mit Retinol von The Ordinary holen werde. Dann das nächste Produkt ist von Rituals. Ich bin ja der totale Fan von Rituals, deswegen freue ich mich total, dass da auch wieder mal was davon in der Look Fantastic Box enthalten ist. Dieses Mal ist es eine Handcreme. Ich muss sagen, jetzt kommt ja die Zeit, wo ich dann wieder weniger Handcreme benutze. Das ist ja eher so im Herbst und im Winter mein Ding. Nichtsdestotrotz freue ich mich. Es ist nämlich von The Ritual of Sakura. Das ist eine ganz, ganz bekannte Serie von Ritual. Und das Ganze kommt in der Richtung Cherry Blossom und Rice Milk. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese Handcreme ganz wunderbar die Hände pflegen wird. Das nächste Produkt hatten wir, soweit ich mich erinnern kann, schon mal in der Look Fantastic Box. Zwar nicht dasselbe Produkt, aber dieselbe Marke. Auch jetzt kann ich es noch nicht aussprechen. Es ist eine Marke, die aus Budapest kommt, aus Ungarn und ich kann euch einfach nicht den richtigen Namen davon sagen. Ich nehme an, dass man es Omorowicza sagt, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es ein Reinigungsschaum und hier bin ich schon sehr neugierig drauf, wie dieser Reinigungsschaum dann auf der Haut sein wird. Jedenfalls ist es so, dass es mit ungarischem Thermalwasser angereichert ist. Das ist ja schon einmal ein Garant dafür, dass es eigentlich eine positive Wirkung auf die Haut haben sollte. Nichtsdestotrotz bin ich ja dann doch ein Freund davon, solche Dinge auszuprobieren. Meine Haut reagiert Gott sei Dank nicht ganz so sensibel auf unterschiedliche Produkte, aber ich mag einfach bestimmte Konsistenzen nicht und wenn ich es nicht mag, dann verwende ich es auch nicht. Und ich kann da relativ schnell entscheiden, ob das jetzt ein Produkt ist, das ich öfter verwenden werde oder ob es ein Produkt ist, das ich einmal ausprobiert habe und dann auf die Seite lege. Des Weiteren war eine Gesichtsmaske in der Box. Ich bin ja momentan eher der Fan von so Sheetmasken.
Die bringen sehr viele Vorteile mit sich. Zum einen sind sie relativ schnell beim Auftragen, denn ich lege sie einfach auf mein Gesicht auf. Zum anderen bin ich auch viel, viel schneller dann wieder beim Abnehmen der Maske, weil ich nehme sie einfach runter und massiere den Rest ein. Und das hat schon seine Vorteile. Nichtsdestotrotz bin ich auch noch ein Fan der guten alten Gesichtsmasken, die ich mir wirklich mit einem Pinsel auf die Haut auftrage, dann gut einwirken lasse und dann auch wieder abwasche. Ich würde auch sagen, tendenziell, dass diese Masken mehr Wirkung mit sich bringen. Mag jetzt vielleicht nicht stimmen, aber für mich persönlich ist das so, dass ich das Gefühl habe, dass mir diese Masken einfach mehr mitgeben. Die Maske kommt jetzt von Madara und nennt sich Smart, ist eine regenerierende Gesichtsmaske mit Aktivkohle. Die Verpackung sieht riesig aus und dann ist dann aber doch nur so ein kleines Tüpchen drinnen. Auf jeden Fall lässt man die 10 Minuten einwirken und ja, ich bin schon relativ gespannt drauf, wie diese Maske dann auf der Haut wirken wird. Mein persönliches Highlight der Box möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, und zwar ist von Morphe etwas in der Box drinnen. Ich wollte mir ja schon die letzten Monate immer wieder was von ihnen bestellen und dann habe ich aber doch immer gesagt, ach nein, ich kaufe mir doch was anderes und dann muss ich wieder extra für den Versand mehr bezahlen und eventuell auch noch Einfuhrgebühren oder Zoll. Dann habe ich immer wieder drauf verzichtet und jetzt ist es tatsächlich so, dass Morphe anscheinend bei Lookfantastic zum Verkauf angeboten wird. Das muss ich mir natürlich noch genauer anschauen. Jedenfalls ist ein Highlighter von Morphe in der Box drinnen. Er nennt sich High Impact. Ich werde euch den Highlighter mal auspacken und mal von der Nähe zeigen. Morphe ist ja so eine Marke, an der kommt man einfach nicht vorbei. Wenn man sich internationale YouTuber ansieht, die taucht immer wieder und bei jedem auf. Und ich war einfach schon sehr, sehr neugierig drauf, wann die Marke denn auch bei uns erhältlich sein wird. Jedenfalls kommt der Highlighter im Farbton Spark. Jetzt so in dem Tübchen gesehen, hat er keine großen Glitzerelemente, die man mit freiem Auge erkennen kann. Ich schlage mal vor, ich swatche euch diesen Highlighter und dann sehen wir uns den genauer an. Wie man hier unschwer erkennen kann, glitzert der Highlighter sehr, sehr schön. Es ist ein Champagnerton, der wirklich ganz schön auf der Haut auch hervorkommt. Und ich denke, dass ich diesen Highlighter im Alltag sehr, sehr gut verwenden kann. Es ist ein nicht so starker Schimmer. Ich denke aber, dass man auch diesen Highlighter so wie viele andere aufbauen kann. Ich bin ja ohnehin ein Freund von nicht ganz so grellen Highlightern, die ich auch tagsüber im Büro tragen kann, die einfach alltagsmäßig total gut zu verwenden sind. Und deswegen denke ich, dass ich mit diesem Highlighter von Morphe sehr, sehr gut im Alltag zurechtkommen werde und diesen auch sehr oft benutzen werde. Und last but not least kommt auch noch ein älterer Zeitgenosse zum Vorschein, und zwar von EOS. Ein Lip Balm, der kommt in der Richtung Blackberry Nectar und es ist der Visibly Soft Lip Balm, der natürlich feuchtigkeitsspendend sein soll. Auch darüber freue ich mich, wenn ich auch relativ viele Lippenpflegeprodukte momentan bei mir noch im Schrank habe, die aufzubrauchen sind. EOS geht immer. Es wird sicher eines der Lippenpflegeprodukte sein, das dann doch als erster an die Reihe kommt. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Unboxing-Video zur Lookfantastic Box aus dem März gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Ich freue mich natürlich über jedes einzelne Abonnement. In Zukunft wird es auch wieder mehr Videos von mir geben, unabhängig von den Lookfantastic-Videos, die ich euch ja jetzt immer versuche, pünktlich jedes Monat abzudrehen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch für heute noch einen super schönen Tag. Tschüss!